Letzte Woche habe ich geschaut, was man im August in nur einer Stunde auf einem neuen Account ohne FIFA Points erreicht und das Ergebnis war crazy. Diese Woche werden wir zum neuen Footies Team die Zeit auf 2 Stunden erhöhen, um ein noch besseres Team zu bauen. Und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ich habe es letzte Woche schon im Video angekündigt, als wir eine Stunde auf einem neuen Account verbracht haben, im August ohne echt Geld zu investieren. Da meinte ich schon, eine Stunde war wirklich stressig. Wir erhöhen das Ganze, wenn es bei euch gut ankommt, nächste Woche auf 2 Stunden. Und das Video kam super bei euch an. Wenn euch es heute auch wieder gefällt, supportet das Ding auf jeden Fall, würde mich freuen. Und wir machen das Ganze heute mit 2 Stunden. Natürlich haben wir auch heute wieder ein gewisses Startkapital, ein paar 10x84, ein paar 10x85 plus Packs. Und dann schauen wir einfach mal, was erreicht man damit zu Footies Team 4, in dem unglaubliche Karten drin sind. Dazu noch richtig viele Tots-Karten. Das wird safe nochmal viel, viel heftiger. Und ich habe mir den Timer bereits gestellt. 2 Stunden laufen runter in 3, 2, 1... Let's go. 2 Stunden Zeit ab jetzt. Natürlich, ich habe jetzt doppelt so viel Zeit wie letzte Woche, aber natürlich sollte ich mich trotzdem beeilen. Nichtsdestotrotz bekommen wir heute richtig easy Tots-Karten und wie ihr gerade schon seht, ich habe zusätzlich auch noch 3 87-plus-Picks mitgenommen für nochmal so einen kleinen Mini-Extra-Bonus. Und hätte ich da Charlton nehmen sollen, weiß ich gar nicht. Sergio Ramos mit einer 95 ist auf jeden Fall auch knackig. Aber ich glaube auch nicht mehr so selten, dass man sich darüber jetzt freuen könnte, dass man den unbedingt ins Team einbauen muss. 46.000 Münzen. Die Server sind bodenlos. Zum Start direkt 2 Tots-Karten aber zu bekommen, ist eine gute Sache. Und ja, hier sind die Packs, die wir haben. 10 10x84-Plus-Packs und 2 10x85-Plus-Packs. Ansonsten hat jeder diese Woche noch einen Draft-Token geschenkt bekommen. Da würde ich sagen, starten wir hier rein. Zum Start des Videos, des Experiments, würde ich einfach mal sagen, ziehen wir mal noch das Vorschau-Pack. Ja, wäre zu schön gewesen. Diese Woche kann man dann natürlich auch wieder gute Karten ziehen. Und ich bin mir diese Woche sicher, dass wir das Team von letzter Woche mit den, mit der 1 Stunde nochmal extrem toppen können. Ich finde gerade, warte mal kurz, im August muss man wirklich keine Points investieren. Wir ziehen im ersten Pack eine Footies-Karte. Was ist das denn? Wer ist es? Casemiro, 96er. Das ist mal ein Start. Wobei das echt die schlechteste 96er Footies-Karte ist, die ich je gesehen habe. Mit 3 Stats unter 90, das bin ich wirklich nicht mehr gewöhnt, Freunde. Also das bin ich wirklich nicht mehr gewöhnt. Er kostet auch dementsprechend, ja, nicht sonderlich viel, aber sollte am Ende des Tages nichts anderes am Start sein. Im Mittelfeld ist der natürlich gesetzt. Die Playstyles sind nämlich super. Dazu 5-Star Skills und 5-Star Weak Foot. Also dementsprechend, so kann es gerne weitergehen. Wir haben hier echt nice Packs am Start. 2 Stunden wird gegrindet. Wir werden alle Icon Packs mitnehmen. 94 plus Footy Picks und alles, was es halt so gibt. Ohne Ende Packs werden geballert mit dem Ziel, vielleicht sogar eine 99er Karte zu ziehen. Vielleicht das beste Team ever aufzubauen. Ist es Snyder? Na, okay, es ist nicht der Footy Snyder. An den musste ich nämlich zuerst kurz denken. Das wäre natürlich sehr wild gewesen. Ansonsten wieder viele Spezialkarten. Gerade die 89er werden uns wieder helfen, um Tauschvorgänge abzuschließen für Player Picks. Das ist natürlich auch eine super Sache. Ansonsten können wir mal die SBCs abchecken, weil da sollte guter Stuff am Start sein. Wir haben 2 93-Plus-Icon-Packs. Wir haben den 94-Plus-Footy-Pack. Wir haben das Team of the Tournament Pack, was ich ziehen möchte. Und dann haben wir noch den 92 Plus Pick, den ich letzte Woche, glaube ich, nicht gezogen habe. Diese Woche würde ich mich da tatsächlich sehen. Ansonsten wieder Tradable Stuff und natürlich einige coole Spieler-SBCs, die wir heute auch nochmal so ein Ticken einfacher abschließen könnten, dadurch, dass so viele Tots-Karten am Start sind. Nächstes Pack, Team of the Season. Wir haben gerade darüber gesprochen und ziehen dazu noch eine Icon, wie es aussieht. Keen. Und dahinter ist Team of the Season Dovbik. Ist auch nicht der Rede wert. Die Tots-Karten dienen wirklich nur, ja, zum SBCs abschließen. Solange wir noch kein Duplikat haben, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Wir werden heute auf jeden Fall auch ohne Ende Player-Picks ziehen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann im Laufe des Videos einen SBC-Bann in der Web-App bekommen werde, weil das passiert immer sehr, sehr schnell, wenn man zu viele Player-Picks abschließt. Ich hoffe wirklich, dass es uns nicht zu schnell heute hittet, weil Player-Picks werde ich heute crazy viele öffnen. Und da ist die erste 90er-Karte, Pasquero, würde ich sagen, bietet sich super an für den ersten Tauschvorgang, um schon mal die ersten Goldkarten an Land zu ziehen. Und ich muss sagen,
sagen, zum neuen Footies Team, Team 4, habe ich auch noch gar nicht einen Tauschvorgang getestet. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da jetzt rumkommt. So, Pasquero in den Verein und dann testen wir jetzt einmal mal diesen Tauschvorgang. Ich bin gespannt. So, da ist das Ding. 51 Spieler. Wir ziehen eine Icon. Footies Icon wäre cool. Brasilien? Wow. Roberto Carlos. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ist tatsächlich die einzige Karte da drin, aber da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Das ist eine super, super Sache. Eine 93er Karte auf so einem Tauschvorgang ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich voll in Ordnung. Und dann geht's direkt rein ins nächste Pack. Ist wieder eine Team of the Season Karte, die angezeigt wird. Es kann aber davor sogar noch was anderes sein. Toni Kroos 94er ist das, glaube ich. Eine wunderschöne Karte, wirklich. Dieses Bild dazu, eine 10 von 10. Das heißt, dahinter ist ein 94 Pluser, oder? Hä? Nee. Ach, Digga, ich check das manchmal nicht. Naja, egal. 90er Herrera und ja, wir haben die ersten Duplikate, 84er, aber ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, das ist heute echt nicht so wild, wenn wir die ab und zu discarden. Ich bin der Meinung, heute ist es wirklich nicht so wichtig. Wir kommen damit super zurecht, auch ohne die Karten. Nächstes Pack, Molina. Und die nächste Tots-Karte. Ey, man fühlt sich so dermaßen zum Team of the Season zurückgesetzt. Man zieht ja wirklich am laufenden Band Team of the Season-Karten. Aber dadurch kannst du halt auch wirklich die ganzen SBCs übertrieben entspannt abschließen. Icon-Picks, Footy-Picks und so weiter und so fort. Sollte gar kein Problem mehr sein. Aber so ein paar High-Rated-Karten als Icons oder ähnliches würde ich auch echt mal noch feiern. Wir haben jetzt gefühlt schon mehr als genug Team of the Seasons, um alles abzuschließen, was wir abschließen wollen. Was ist das denn wirklich? Da ist der nächste. Hatten wir Kim & Chain schon? Nee. Dafür ist Thuram mit einer 87 am Start und den dürfen wir nicht discarden. So, wir schließen hier schon mal die erste SBC vom Team of the Tournament Pack ab. Meistens war das bei mir nicht super gut, aber man kann ja nie wissen. Ich glaube, letzte Woche hatten wir da... Boah, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe es gerade mit einem Account-Battle vergessen. Verwechselt. Dementsprechend kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber heute werden wir da reinlacken. Wir geben alles. Wir haben jetzt noch drei 10x84 Plus-Packs. Das geht tatsächlich sehr, sehr schnell, dass die weggehen. Wir ziehen ausnahmsweise keinen Team of the Season. Okay, wir ziehen doch einen Team of the Season. Aber dahinter ist noch ein Golasso Hero. Das kann nicht gut sein, oder? Wobei Chinola wäre noch in Ordnung. Es ist Park Chisung. Okay, das kann in dem Fall dann wohl doch nicht so gut sein. Und die ersten 10 Minuten sind wirklich schon absolut verflogen. Das ging sehr, sehr schnell. Dieses Mal wird es eine Winter Wildcard. Ist das Courtois? Ich glaube. Deutschland, ist das Kohle? Ja, aber leider nicht der Footy-Cola. Über den hätte ich mich mehr gefreut. Winter Wildcard, das kann doch nur Courtois sein mit einem höheren Rating. Genau so ist es. So langsam kenne ich mich schon aus mit der Footy-Spatch. Und damit kommen wir zu unserem letzten 10x84 Plus-Pack. Was ist das denn? Warte, was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Road to the Final? Aua. Okay, das Pack war ja mal gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Und so schnell haben wir schon das Team of the Tournament Pack fertig. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Wir müssen danach auf jeden Fall, ich glaube, fast direkt die erste Player Pick Session reinballern. Und zwar schließen wir dann einfach richtig, richtig übertrieben viele Tauschvorgang Packs ab mit einem 89er Tauschvorgang. Sodass wir direkt versuchen, irgendwie auf 50 Picks zu gehen. Das wäre übel nice. Wenn wir direkt 50 Picks hätten, wäre das ein absolutes Brett. Mein ganz großes Ziel für dieses Video ist mindestens eine 98er Karte zu ziehen, wenn nicht sogar eine 99. Man darf träumen, Freunde. Und träumen dürfen wir auch hier für dieses Pack Team of the Tournament oder Footies Team 1, 2, 3 Garantie Pack. Abfahrt. Team 4 ist leider noch nicht dabei. Nächste Woche. Es ist eine Footy-Karte. Niederlande? ZOM? Oh, Snyder? Das ist krass, oder? Ey, das ist nice. Das feiere ich wirklich. Die Karte sieht sehr, sehr cool aus. Hätte sogar Frimpong jetzt werden können mit einer 99 bei der Niederlande. Mit Sicherheit sind auch noch andere Karten aus der Niederlande bei den Footies am Start. Aber das ist sehr knackig. Wie viel kostet der Mann? Ja, ist okay. Also ohne Spaß, 170.000 zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht wenig. Die Playstyles sind echt nicht so nice. Ja, weiß nicht. Powerschuss und Lupfer kann man nochmal austauschen durch bessere. Aber insgesamt ist das definitiv eine Karte, die safe im Endteam gesetzt ist. Außer wir ziehen in dem Video noch die heftigsten Karten aller Zeiten. Wer weiß, Freunde. Wer weiß. Wir haben zwei 10x85 Plus Packs am Start. Wir ziehen Kalioglu. Ist er als Tots im Pack? Ja. Und
Rüdiger? Oha, der ist halt eigentlich auch echt eine Zeit lang sehr, sehr, sehr gut gewesen. Aber wahrscheinlich, ja, freut man sich mittlerweile nicht mehr darüber. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und die ersten Duplikate sind am Start mit richtig hohen Ratings. Also wir werden wahrscheinlich durch diese ganzen SBCs hier auch durchfliegen, sodass wir richtig viele von den 92 Plus Picks eventuell abschließen können. Da hätte ich richtig Bock drauf, dass wir davon richtig, richtig viele mitnehmen und unser Glück einfach versuchen, über den Weg dann an die richtig guten Karten zu kommen, wenn wir es nicht vorher eh schon schaffen. Also ja, Freunde, ihr seht, das ist ein absolutes Grinder-Video. Holt euch einfach was zu trinken, was zu essen, erstellt euch auch einen neuen Account und probiert es dann auch einfach mal ein, zwei Stunden. Man kann auch auf einem komplett neuen Account ohne Starthilfe richtig easy was erreichen durch die täglichen Goldpacks und so weiter und so fort. Einfach die Daily Bronze, Silber und Goldpacks mitnehmen, die dann durchballern. Man kann aktuell 10 pro Tag, glaube ich, machen. Dann solltet ihr daraus einfach Tauschvorgänge machen können, Player Picks, und dann regelt sich das wirklich von ganz, ganz alleine. Also es ist unfassbar entspannt. Und ja, das 90er Team ist damit auch schon mal abgeschlossen vom 94 plus Footies Pick. Da bin ich sehr gespannt. Ich sag auch immer 94 plus Footies Pick, obwohl da noch eine Menge andere Karten mit drin sind. Schreibe Geschichte, Team of the Tournament und so weiter und so fort. Aber im besten Fall ist es eine Footies Karte, wobei es natürlich auch 99er Karten aus dem Team of the Tournament, Path to Glory oder Schreibe Geschichte gibt. Also darf man nicht unterschätzen. Wir gehen rein. Letztes 10x 85 plus. Leider keine Dingskarte. Aber ist das Sam Care? Welche Version? 96? Oha. Todd's Moments Care ist krass. Hat die Karte dahinter jetzt ein höheres Rating? Nein, ich check es nicht. Das ist einfach schlecht programmiert. So, ich bin nicht schuld. Okay, das sind die Karten, die wir bekommen haben. Und da kann man sich eher weniger beschweren, würde ich sagen. Und ich denke, dass wir damit auch direkt den 94 Plus Pick auf entspannt fertig machen können. Ja, wobei, wir brauchen hier keinen Tots. Das Ding ist, wir haben viele Tots, aber wir dürfen damit jetzt auch nicht komplett verschwenderisch umgehen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, dann gebe ich den lieber für den für den ersten Icon-Pick ab, für das erste Team. So, erstes Team vom ersten Icon-Pick ist damit abgeschlossen. Die Icons, die man aus dem Pick ziehen kann, kann man mittlerweile auch in der aktuellen Batch ziehen. Das heißt, keine Ahnung, 98er Ronaldinho, R9, Dalglish und so weiter und so fort sind auch alle über die aktuelle Batch möglich zu ziehen. Ist natürlich schwierig, aber unmöglich ist es definitiv nicht. Falls ihr gestern meine RTG-Folge verpasst habt, checkt die unbedingt ab. Was ich da gezogen habe, war nicht von diesem Planeten. Crazy viel Packluck gehabt. Es war der absolute Wahnsinn. Und da wir jetzt mit den Packs erstmal durch sind, geht es für mich jetzt ran an die Tauschvorgänge. An die 89er Tauschvorgänge. Wir geben jetzt alle 89er Karten ab, die ich gezogen habe. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und dann haben wir über 500 Goldkarten. Wahrscheinlich ein bisschen weniger durch die ganzen Duplikate, aber wir haben zusätzlich dann auch noch die Chance, aus diesen Tauschvorgängen, ja, weitere Spezialkarten zu ziehen. Und mit den ganzen Goldkarten machen wir dann eine richtig fette Player-Pick-Runde. Und genauso kann man das Spiel einfach aktuell unendlich grinden. Auch ohne die Startpacks, die ich jetzt hier heute in diesem Experiment habe. Das ist einfach nochmal zusätzlich zu eurer Unterhaltung, damit es nicht langweilig losgeht, sondern damit wir direkt von Minute 1 lang ab Minute 1 Vollgas geben können, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mal komplett von Null anfangen soll. Dann kann ich das auch gerne mal machen. Aber wir checken jetzt erstmal ab, was ich hier aus den ganzen 89 plus Tauschvorgängen, ja, so ziehen werde. Ich schließe erstmal alle ab. Ja, das Einzige, was uns heute so ein bisschen im Weg stehen könnte, sind die EA-Server. Nimmt uns natürlich schon ein bisschen was von der Uhr runter. So, da bin ich wieder zurück. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade die Tauschvorgänge gemacht und ich war noch nicht fertig. So, ich habe alle Tauschvorgänge abgeschlossen. Unsere 10 89er Karten sind jetzt hier reingewandert. Dass ich 10 Stück bekommen habe, ist übel nice. Also da muss ich mir dann gar keine Sorgen um Goldkarten machen. Wir ziehen tatsächlich im ersten Pack keine Spezialkarte. Ich glaube, das ist eher selten der Fall. Schau zu und lernst. Zweites Pack. Ja, okay, vielleicht doch. Pack Nummer 3 und wir ziehen eine Icon. Es geht doch. Frankreich Stürmer. Oh, wir ziehen sogar zwei. Auf ganz entspannt. Thuram und eine Team of the Year Icon. Bro. Was?
Das ist doch safe wieder eine Karte, die zu den besseren gehört. Zu 100% ist es ein guter Pull, oder? Wie viel kostet die noch? 200k. Okay, so gut kann es nicht gewesen sein. 200k nur. Das ist verrückt. Für so eine Karte. Klar, sie hat nur noch zwei Playstyles. Ich hätte mich eigentlich auch unnormal nochmal über eine neue Karte von ihr gefreut. Eine Footies-Icon von Mia Hamm wäre krass gekommen. Aber nun gut, ich nehme sie trotzdem erstmal mit. Also spielbar ist sie auf jeden Fall noch. Ja, schauen wir mal, ob sie am Ende ins Team kommt. Und mit dem Tyrann, den wir gerade gezogen haben, gehen wir schon mal rein in den ersten 92-Plus-Pick, den man ja unendlich oft wiederholen kann. Und testen einfach mal, ob es sich lohnt, das für heute Abend durchzuziehen. Die ersten Gold-Duplikate sind jetzt hier natürlich auch schon am Start. Das lässt sich nicht vermeiden. Da muss ich jetzt auch nicht jeden einzelnen Goldspieler umdrehen, sozusagen. Das ist auch wirklich halb so wild. Tradable Stuff werde ich immer discarden für extra Coins. Dann können wir uns am Ende des Videos vielleicht mit den Coins, die dann am Start sind, noch irgendwas Cooles kaufen. Nächstes Pack. Diesmal wieder leider nur Gold. Aber Kimmich und Petri, nicht so schlecht. Im nächsten Team... Ist das Footy? Nee, das ist Dynasty, ne? Ah, wir ziehen schon wieder Tyrann. Was haben sie denn mit dem? Freunde, es stehen mal wieder nicht nur die EA-Server mir im Weg, sondern auch mal wieder meine Wasserflasche, die ich nicht zum ersten Mal dieses Jahr komplett umgetreten habe. Auf dieses schöne EA Sports Taschenbuch oder wie man das nennt. So, das wäre erledigt. Wir können weitermachen. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Wir ziehen lieber wieder Packs, das kann ich besser. So, weiter geht's. Komm. Oh. Team of the Tournament? Was ist das? Das sind zwei. Ist das Team of the Tournament? Ich glaube, ja. Könnte krass werden. Ist ultra krass. Theo Hernandez, 98er. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. 2,4 Millionen Coins. Aus einem Tauschvorgang. Das ist mit Abstand der beste Linksverteidiger im Spiel, den du ziehen kannst. Mit Abstand, Bro. Das ist so verrückt. Es ist so unglaublich. Also wir werden heute ein Team zusammenstellen. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Also ohne Spaß. Es macht Spaß. Ohne Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich krass. Und mit dem Duplikat, wen haben wir gezogen? Larsson, glaube ich. Haben wir den ersten 92-Plus-Pick am Start. Sehr schön. Die Duplikate hauen wir weg. Und dann würde ich sagen, ziehen wir den mal im R3-Pick. Wir schauen zusammen weg. Das Ding öffnet sich. Und der erste Spieler ist Okafor. Zweiter Spieler Adams und Aramburu. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Highest Rated 96. Für den ersten Pick ist das in Ordnung. Und ich kann es gerade wirklich nicht glauben, dass wir in kürzester Zeit nicht nur Mia Hamm Team of the Year Icon gezogen haben, die echt in Ordnung ist, aber dann danach den Theo Hernandez. Bro, den will ich unbedingt auf der RTG haben. Der 97er ist schon absolut gestört gut, aber der 98er. Hilfe. Wirklich Hilfe. Okay. Littmann kostet sogar 14k. Das ist nicht schlecht. Dann biete ich den an und die anderen Karten werden discarded. So machen wir halt im Laufe des Videos auch unsere Coins. Wie viel Zeit ist schon vorbei? Schon eine halbe Stunde. Es geht so schnell. Es geht so schnell. Nächstes Pack. Gold. Besser ist es. Wir dürfen hier jetzt nicht unser ganzes Team über Tauschvorgänge ziehen. Zwei Packs haben wir davon noch und es war wirklich sau cool, die zu ziehen. Das sind einfach Tauschvorgänge und man freut sich, die zu ziehen, weil man so guten Stuff bekommt. Kimmich und Team of the Season, Herrera. Da haben wir doch unseren, ja, unseren 94-Plus-Pick, würde ich fast sagen. Wobei, trotz, das bedeutet eigentlich eher wieder Icon-Pick. Okay, wir holen uns den ersten Icon-Pick. So, ich gebe jetzt hier auch einen Toni Kroos ab. Tut ein bisschen weh, aber er ist mittlerweile nichts mehr wert, die Karte. Dementsprechend weg damit. Wir wollen hier am Ende nur das Beste der Besten haben. Und ich habe schon im Kopf so zwei, drei Karten, die safe am Ende im Team sein werden. Also, es könnte fast nicht besser laufen bis jetzt. Ich bin super zufrieden. Und jetzt haben wir die Chance, mit einem Icon-Pick das Team noch besser zu machen. Wobei ich sagen muss, jetzt mittlerweile, die Icon-Picks sind safe fast nicht so gut wie die Packs, die man ziehen kann. Es ist nicht mehr so richtig im Gleichgewicht, weil das Problem ist, man zieht aus diesen Icon-Picks halt wirklich nur unnormal selten sowas richtig, richtig Gutes. Aber es ist auch nicht unmöglich. Was haben wir hier? Das sieht echt nicht schlecht aus. Könnte gut sein. Zanetti ist gar nicht so bad. Ist okay. Als Rechtsverteidiger würde ich ihn mitnehmen. Was ist das?
Kommt mir jetzt auch nicht so bekannt vor. Baresi hätte ich wissen müssen. Oh, wir haben einen Torhüter. Sieht mir nach Tschech aus. Es ist Schmeichel. Mega geil. Das ist mega gut. Ey, ich glaube, den haben wir letzte Woche auch gezogen im Video. Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber könnte sogar sein, dass er in der Footies-Batch drin ist. Kostet aber immer noch über 200.000 und ist immer noch einer der besten Torhüter im Spiel. Für mich ist es sogar der beste Torhüter in FC24. Diese 97er-Karte. Also deshalb, das war ein super Icon-Pick. Da beschwere ich mich überhaupt nicht. Damit gehen wir rein ins allerletzte Tauschvorgangspack, aber diese Packs waren auch einfach ultra nice, ohne Spaß. Wir ziehen sogar nochmal eine weitere Team of the Season Karte. Das ist, glaube ich, 88er Sanchez und Team of the Season Lola Galado. Joa, nehme ich mit. Und Freunde, damit bin ich erstmal beschäftigt. Ich gehe jetzt rüber in die Web-App und schließe so viele Player-Picks wie möglich ab. Wir sehen uns gleich wieder, wird mich aber mit Sicherheit ein paar Minuten kosten. So, Freunde, ich bin zurück. Das hat jetzt wirklich einige Zeit gekostet, aber mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. 50 Player-Picks habe ich hinbekommen. Hätte ich, habe ich eigentlich schon erwartet, um ehrlich zu sein. Nachdem wir 10 Tauschvorgänge abgeschlossen haben, war das eigentlich zu erwarten, dass wir es hinbekommen. Aber das freut mich sehr. Es war einigermaßen eng, muss ich aber zugeben. Aber am Ende hat es gereicht für 50 Player-Picks, was super nice ist. Und wie ihr sehen könnt, die können richtig stark sein. Da brauche ich jetzt auch kein 84er Duplikat mitnehmen. Da können wir jetzt wirklich hochbewertete Karten ohne Ende bekommen. Am besten auch die ein oder andere... Oha, Cannavaro ist cool. Am besten auch die ein oder andere 89, die wir dann erneut für weitere Tauschvorgänge abgeben können. Damit wir natürlich nochmal eine weitere Player-Pick-Runde später machen können. Wäre schon sehr, sehr cool, hier über 100 Player-Picks in einem Video abzuschließen. Gehe ich eigentlich auch sehr, sehr stark davon aus, dass das klappt. Das sollte kein Problem sein. Aber ich sage euch ehrlich, diese Player-Picks sind OP. Wie gesagt, falls ihr gestern mein RTG-Video verpasst habt, ich habe da zwei 99er-Karten aus Player-Picks gezogen. Also irgendwas muss da dran sein, dass man da guten Stuff bekommt. Und bislang bin ich hier auf jeden Fall auch sehr, sehr zufrieden. Gerne weitere Crates of the Game-Karten. Da spart man sich halt auch einfach mal so ein Icon-Pick. Sozusagen, oder bekommt halt einen gratis. Also eine Cannavaro-Karte ist auch öfter mal in so einem Icon-Pack, beziehungsweise Pick die beste Karte. Also das war bei mir öfter schon so, dass ich zum Beispiel einen Cannavaro als besten Spieler drin hatte und jetzt bekommen wir den halt einfach ganz entspannt über einen 82-Plus-Pick. In Team of the Season-Karten schwimmen wir mittlerweile auch. Also da habe ich eigentlich auch fast keinen Bedarf mehr. Können wir aber, falls wir keine Trotzkarten als Anforderung brauchen, auch einfach fürs Rating abgeben. Das ist dann auch gar kein Problem. Das war ein sehr, sehr solider Player-Pick mit drei 86-Plus-Karten. Dann haben wir wieder den Kollegen, der ist zu Paris gewechselt, soweit ich weiß. Also Frankfurt und Paris, was läuft da bitte ab? Schon wieder wechselt ein Talent von Frankfurt nach Paris. So ist es. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Picks verzogen. So ein richtiger Banger aus den Picks, das wäre nice. Einer, wo man sagt, wow, den zieht man nicht alle Tage. So wie eben Theo Hernandez. Das war ein sehr cooler Pull. Cafu ist auch echt nicht so schlecht. Okay, der kostet gar nichts. Er ist okay, er ist okay. Ich habe, um ehrlich zu sein, erwartet, dass er ein Ticken teurer ist. Ich meine, Rechtsverteidiger weiß ich gerade gar nicht, ob wir schon einen haben. Am Ende des Videos will ich aber wirklich versuchen, also ist jetzt gerade so mein Plan, ein Full Icon mit Crates of the Game Karten und Footy Team hinzubekommen. Gut, ist nicht mal möglich durch den Team of the Tournament Theo Hernandez, von daher vergesst, was ich gesagt habe. Wir versuchen einfach das bestmögliche Team, das teuerste Team am Ende der Zeit hier aufzustellen, ganz egal, was das für Karten sind. Hauptsache, es sind einfach die 11 teuersten Karten, die ich gezogen habe. Let's go. 97er Footy Icon Bergkamp. Das ist ein cooler Pull. Wie viel kostet der? Ich sehe den jetzt hier gerade auch nicht bei Footbin, aber schätze so 200k. Was hat EA eigentlich mit Bergkamp? Der hat dieses Jahr auch so viele Karten bekommen. Den nehme ich aber sehr gerne mit. Ist eine super coole Karte und den sehe ich auch safe im Endteam. Das ist genauso eine Karte, von der ich gerade eben erst geredet habe. Genauso einen wollte ich haben. Genauso einen wollte ich ziehen aus den 50 Player-Picks. Das ist sehr, sehr nice. Pires, die alte Legende. Man denkt immer ganz kurz, oh, Icon, das könnte ballern und dann ist es irgendwas Altes. Aber das ist auch dadurch umso spannender, immer mal wieder solche Karten zu ziehen. Und wie ihr seht, die Player-Picks lohnen sich unfassbar, Freunde. Grindet die Player-Picks. Tauschvorgänge
Player Picks, Tauschvorgänge, Player Picks und immer so weiter. Es wird sich garantiert auf Dauer irgendwann auch bei euch safe lohnen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir gehen rein in die letzten beiden Player Picks. Haben hier nochmal einen Pavard und im allerletzten Pick haben wir nochmal einen Joao Cancelo, aber insgesamt sehr zufrieden. So, mit den zwei Duplikaten, die wir gerade bekommen haben, gehe ich schon mal rein wieder in den nächsten 92 Plus Pick. Von dem werden wir wahrscheinlich sowieso noch ein paar ziehen, weil ja, so langsam aber sicher haben wir jetzt schon einige SBCs erledigt. Wir haben noch einen zweiten Icon Pick vor uns. Wir haben noch den 94 Plus Pick, den wir fertig machen müssen. Und ansonsten kann ich danach natürlich auch noch Spieler SBCs abschließen, aber davon will ich nicht super viele abschließen. Ein paar auf jeden Fall. Aber eigentlich noch lieber mehrere 92 Plus Picks, weil da die Spannung einmal noch mal ein bisschen größer ist. Und ja, um die drei SBCs geht's. Und ich würde sagen, Freunde, es ist Zeit für den 94 Plus Pick. So, wir geben jetzt hier den Snyder Fantasy ab, weil ich ja eben schon den Footy Snyder bekommen habe. Dementsprechend, es ist soweit. 94 Plus, Weg zum Ruhm, Schreibegeschichte, Team of the Tournament, Legenden des Spiels, Heroes und Footies. Wir gehen rein. Fast die Hälfte der Zeit ist schon vorbei, aber wir haben natürlich noch eine ganze Stunde vor uns. Ich sage euch, wie es ist. Mit 2 Stunden ist das Ding hier wirklich so viel entspannter als nur mit 1 Stunde. Das war wirklich extremer Stress letzte Woche. Also diese Woche kann man sich das schon besser geben. Was ist das? Lukumi. Nee, den will ich nicht. Das geht besser. 92 Physis. Ah, Allround-Stats sind da. Aber gut ist der Mann auch nicht, leider. 93, 94, 90. Das klingt auch nicht so krass, ne? Stanisic. Ach, Bruder, komm. Gib mir eine gute Karte. 98 Physis klingt gut. 95 Defensive. Das ist ein Innenverteidiger. Der muss doch gut sein. Was Käs, Bruder. Schwierig, schwierig. 98 Physis, da habe ich mich mal wieder locken lassen. Dann gehen wir mit Lukumi mit der höchst bewerteten Karte. Aber wirklich freuen kann ich mich da leider nicht. Aber nun gut, man kann nicht immer lacken. Man kann nicht immer lacken. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch den Pick fertig. Das Ding ist, ich habe zwar echt viele High-Rated Karten. Die ersten 5 werden auch safe ins Team kommen. Ich habe aber dann auch relativ schnell nach unten nicht mehr ganz so hoch bewertete Karten. Und die 89er und 90er Karten, zumindest einige davon, will ich auf jeden Fall wieder für Tauschvorgänge abgeben, damit wir da wieder gut aufgestellt sind. Also ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich das Futter ja nicht zu schnell komplett verschieße. Also es wird wahrscheinlich sogar relativ bald direkt wieder Zeit für die nächsten 50 Player Picks, aber da die eben absolut gegönnt haben, ja, habe ich da auch eigentlich direkt schon Bock drauf. So, und ja, es geht schon los. Ich gebe jetzt hier auch Tots-Karten ab. Wir haben so viele Tots-Karten und wir ziehen auch so viele Tots-Karten, dass ich da nicht drauf achten muss, die irgendwie aufzusparen. Das ist wirklich kein Problem. Ich muss die jetzt auch wirklich einfach als Futter sehen. Und damit gehen wir rein. Nächster 92 Plus Pick. Wir schauen alle zusammen weg. Falls ihr noch nicht geliked habt, ist es jetzt dafür Zeit, Freunde. Und wir starten mit Spieler Nummer 1. Ter Stegen. Wir haben aber Schmeichel gezogen, deshalb können wir den nicht gebrauchen. Mudryk ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Und dann haben wir noch Rodriguez. Dann gehe ich mit Mudryk. Ich weiß nicht, was der kostet. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Kostet tatsächlich immer noch über 100.000 Münzen. Ey, das ist echt kein schlechter Pull. Echt nice eigentlich. So, mit was mache ich weiter? Mit was mache ich weiter? Eine Stunde ist bereits vorbei. Ich würde sagen, wir ziehen mal noch die 2 Trade Packs weg. Wir sind mittlerweile auch bei 30.000 Coins. Eventuell suchen wir uns vielleicht doch eine Spieler-SBC, die so ein Ticken teurer ist. Jetzt nicht super, super teuer, aber vielleicht eine, wo man sagt, ey, das wäre echt nice, den noch mitzunehmen fürs Team. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt einfach nochmal direkt um, ja, eine Player-Pick-Runde. Wir kümmern uns um eine Player-Pick-Runde. Das heißt, ich gebe jetzt hier nochmal einige 90-Plus-Karten ab, beziehungsweise 89-Plus. Habe ich da eben eine abgegeben? Ich weiß gar nicht. Ja, wir geben jetzt einfach, weiß nicht. Wie viel geben wir dieses Mal ab? Das Ding ist, wir haben halt eben auch aus den Tauschvorgängen so gute Karten gezogen, dass es eigentlich auch echt OP sein kann, hier viele von
abzuschließen. So, dieses Mal sind es nicht 10 Tauschvorgänge geworden, so wie eben, aber immerhin 8 und das ist auch noch sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn wir daraus dann wieder irgendwelche Spezialkarten ziehen, so wie eben Theo Hernandez, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Das heißt, wir ballern die jetzt alle durch, dann gehe ich wieder rein in die Web-App. Das wird dann natürlich wieder eine Weile dauern, aber dann bin ich wieder zurück mit hoffentlich weiteren 50 Player-Picks. Das ist das Ziel und das Ziel ist außerdem, jetzt wieder hier unverschämt reinzulacken aus den Tauschvorgängen-Packs. Wirklich, die sind so gut gewesen eben. Wahnsinn. Die Runde scheint aber nicht ganz so heftig zu ballern. Oh ja, ich habe nichts gesagt. Das ist eine Footy-Karte, oder? Oder ist das wieder Dynasty? Das ist Dynasty. Ey, das ist so frech. Tyram, die haben genau gewusst, was die mit der Animation anrichten. Im nächsten Pack auch kein Footy, das ist eine Foot-Birthday-Karte. Das ist diese Spanierin. Ist okay, nehme ich. Weiter geht's. Ah, es war zumindest ein Walkout. Das hat sehr lange geladen. Es müsste zumindest ein Walkout sein. Parejo und Eder Militao. Die Runde eben war aber trotzdem viel, viel besser, muss man leider zugeben. Auch hier nochmal nur Gold. Und dann haben wir noch ein letztes Pack. 51 Spieler. Team of the Season, es geht doch. Frankreich, Mbappé. Icon, okay, Frankreich Stürmer, Icon, Ori. Nee, Trezeguet und Herrera. Es ist immer Herrera. Also nicht immer, aber sehr oft ist es Herrera. Und dahinter ist sogar noch Castellanos, sehr schön. So, und damit wir den Herrera nicht verschwenden, wird direkt die erste SBC vom zweiten Icon-Pick abgeschlossen. Dann sind wir da ganz gut aufgestellt und dann würde ich sagen, geht's für mich jetzt wieder rein in die Web-App und dann bin ich hoffentlich wieder mit 50 Picks zurück. So, Freunde, hier bin ich wieder. Es sind weniger als 40 Minuten auf der Uhr und es sind 40 Player-Picks am Start. Warum habe ich nicht 50, fragt ihr euch jetzt? Ja, es ist passiert. Ich habe bereits jetzt einen SBC-Ban. Ich konnte nicht mal 100 SBCs abschließen über die Web-App, also 100 Picks, ja, ohne einen Ban zu bekommen. Und das ist super nervig, weil an der Konsole die Player-Picks zu machen, dauert 100 Jahre länger. Also das lohnt sich halt leider null. Ich könnte höchstens noch versuchen, an der Handy-App das zu machen. Aber das ist halt auch einigermaßen nervig, finde ich. Also in der Web-App am PC geht es halt wirklich am allerschnellsten. Deshalb, ja gut, es sind jetzt 9 Picks weniger als gewollt. Ja, ist halt die Frage, ob wir im Laufe der letzten 38 Minuten dann nochmal Player-Picks ziehen werden. Oder ob wir uns dann in den letzten, ja, 35 Minuten oder so, wie auch immer die Zeit gleich sein wird, ja, uns da vielleicht auf andere Sachen konzentrieren. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Icon-Pick fertig machen, eventuell noch eine Spieler-SBC. Ich habe noch beide Tradable-Packs offen, heißt Tradable Inform und Tradable Team of the Season-Pack. Also, ja, ihr merkt schon, es gibt definitiv auch außerhalb von Player-Picks gleich noch eine Menge zu tun, aber ist schon sehr, sehr nervig, so schnell wieder einen Bann bekommen zu haben. Muss man jetzt halt wieder so eine Stunde warten oder so. Manchmal länger, manchmal kürzer. Kann ich jetzt leider nicht beeinflussen. Aber, na, Tyram schon wieder. Trotzdem bin ich, wie es läuft, bislang sehr zufrieden. Wir haben schon einige sehr coole Karten gezogen. Theo Hernandez ist mit Abstand die heftigste bis jetzt. Also mit riesigem Abstand. Aber wer weiß, was der Abend hier noch so bringt. Was jetzt hier, ja, in den letzten Minuten noch passiert. Wir haben auf jeden Fall noch gut Zeit vor uns. Also so ist es nicht. Da kann wirklich noch einiges nach Hause geholt werden. Und ich hoffe noch auf die ein oder andere Footy-Karte mehr fürs Team. Das wäre sehr, sehr cool. Wir haben zwar schon ein paar gezogen, was echt nicht schlecht ist, aber da geht definitiv mehr. 94er Carvalho ist auch ganz in Ordnung. Bruder, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Wir ziehen wieder Bergkamp. Wow, das ist crazy. Gerade davon gesprochen, dass ich davon noch ein paar mehr ziehen möchte und wir ziehen den 97er. Ist aber super. Ja, für SBCs, da bekommst du das Rating dann halt nochmal super gepusht. Deshalb beschwere ich mich nicht über einen zweiten Bergkamp. Dann sollten wir den Icon-Pick auch direkt nach der Runde sehr schnell fertig haben. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was vor uns hier an Picks. Ich liebe es halt, Player-Picks zu ziehen. Deswegen nervt es mich gerade auch umso mehr. Wahrscheinlich erstmal keine mehr abschließen zu können. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Im allerschlimmsten Fall mache ich es dann halt an der Handy-App. Das geht auch einigermaßen fit. Also das geht auf jeden Fall fit. Machen bestimmt viele von euch auch generell immer über die Handy-App. Kann ich mir gut vorstellen. Und funktioniert eigentlich genauso wie auch am PC. Aber dann muss ich mich auch erstmal hier in dem Account einloggen. Und es kostet halt alles so ein bisschen Zeit. Also ihr merkt schon, ein bisschen nervig wäre es schon. Aber wir kriegen es hin. Aber wir machen jetzt erstmal, wenn ich mit dem Player
Player Picks fertig bin, erstmal anderen Stuff, was nichts mit Player Picks zu tun hat. Da haben wir nämlich, wie gesagt, mehr als genug. Wir sind jetzt hier auf Full Gold Seite am Start. Also das war leider gar nichts. Und haben jetzt hier nochmal die Chance auf 91er Smith. Ist nicht das, was ich sehen will. Starke mal wieder. Dann haben wir jetzt hier noch drei Picks mit Tots Hegerberg, mal wieder eine Tots-Karte mit einem höheren Rating. Mancini wollte ich eigentlich nehmen. Und dann gehen wir rein in den letzten Pick und bekommen nochmal eine Tots-Karte. Sehr schön. Und Freunde, ich bereite hier gerade den nächsten Icon-Pick vor. Also man muss sagen, klar, man kann mehr oder weniger unendlich grinden, aber ohne neue 10x84-Plus-Packs und so, ja, geht das Ding dann schon mit der Zeit immer schwieriger, sage ich mal. Also wir haben jetzt auch nicht super, super viele High-Rated-Karten rausbekommen gerade aus der Player-Pick-Runde und auf Dauer wird es dann schon etwas schwierig. Aber der nächste und zweite Icon-Pick ist abgeschlossen. Das wäre erledigt. Im ersten hatten wir Schmeichel, eine 97, das war wirklich sehr, sehr gut und jetzt holen wir uns den 99er Pelé. Also das wäre zumindest sehr, sehr schön, wenn das klappen könnte. Mal schauen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zuversichtlich. Komm, wir gehen rein. Erster Spieler, 89 Physis, 95 Dribbling. Gerd Müller. Mal eine andere Karte. Aber, ja, der kommt mir sehr bekannt vor. Nicht positiv gemeint. Del Piero ist aber auch nicht so schlecht. Und Cole. Ja gut, den können wir mehr oder weniger gar nicht gebrauchen. Ich würde, glaube ich, mit Del Piero gehen. Das ist safe die teuerste Karte von den drei. Hat, glaube ich, auch 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot und ja, kostet fast 300.000. Das ist wirklich auch in Ordnung. So, damit machen wir weiter. Ich habe es eben mal angesprochen. Ich habe noch die beiden Tradable Packs offen. Das Tots und das Team of the Week Pack. Man musste auch relativ was für abgeben. Und so viel habe ich, wie gesagt, auch nicht mehr. Aber das bekommen wir trotzdem safe noch hin. So, das tauschbare Tots-Pack ist am Start. Wir geben dafür auch eine Tots-Karte ab, aber wir bekommen halt im Gegenzug eine tradable Tots-Karte zurück. Und da ist das Inform-Pack. Und ich habe eben gesehen, also Informs und Team of the Season-Karten kosten immer noch um die 30.000 Münzen. Es ist unfassbar, wie faul diese Leute sind. Ich gehöre übrigens zu diesen faulen Leuten. So, dann gehen wir rein. Wir haben hier sogar noch Tradable-Packs, die haben aber nicht ganz so viel gebracht, die Gold-Karten. Und dann haben wir jetzt hier ein Tradable-Inform und ein Tradable Tots Pack. Gut, Inform, da werde ich jetzt nicht den heftigsten aller Zeiten ziehen. Oh, Donnarumma 89, sage ich euch ehrlich. Das ist sogar stabil. Kostet sogar 40.000 fast. Das ist crazy. Ich biete ihn günstiger an, weil ich auf jeden Fall will, dass er weggeht. Soll ich noch tiefer gehen? Ne, ich glaube, ich lasse es. 38, passt. Ich glaube, Informs kosten fast alle so viel. Ey, das ist so kurios, ne? Man zieht am laufenden Band Tots-Karten. Die Leute kaufen sich noch Informs. Die haben wirklich den Schuss nicht gehört. Und hier wird diese Martin Brietto, oder? Ja, so ist es. Wie viel kostet die gute Frau? Die kostet, okay, Tots-Karten sind günstiger, 30. Dann machen wir letzte Preis 28 und dann sind wir da, ja, ganz gut aufgestellt. Wie viele Coins haben wir? Fast 100k, 75, ist schon alles verkauft, ist die Frage. Ich glaube aber ja, ne? Ja, nee, doch nicht. Okay, da sind sie doch, 100k auf der Uhr. Damit kann man sich sogar am Ende dann nochmal echt gute Sachen holen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Ich habe noch 26 Minuten und für unser Team hätte ich vor allem auf der Rechtsverteidiger oder auf der ZM-Position noch Bedarf. Yaya Touré habe ich eben kurz überlegt, ist aber zu teuer. Die anderen Karten holen mich jetzt nicht komplett ab. Es gibt einfach keine ZM-Karten. Ah, Linksverteidiger, dit ist es auch nicht. Sadio Mané ist auch echt cool, muss ich sagen. Banega, joa, Marocan. Ja, die sieht eigentlich von den Stats her sehr krass aus. EA released halt wirklich fast nur offensive Karten. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ja, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich schließe die Jennifer Marochan ab. Zwei SBCs. Finde ich nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Es holt mich ab. Holt mich wirklich ab. So, da ist das Ding. Ich gebe jetzt hier einen 96er Lukumi ab. Das ist auf jeden Fall auch vielleicht ein bisschen
bisschen wasted, aber kann man machen. Maro Can auf jeden Fall wirklich eine gute Karte mit auch sehr niceen Playstyles, bis auf Trivella. Sieht spielbar aus. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot, Footies Premium und damit schon direkt auf voller Chemie. So, ich habe mich jetzt noch für eine weitere SBC entschieden und zwar Sadio Mané. Ey, die Karte sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich finde es immer noch sehr, sehr schade, ja, dass das mit dem FC Bayern und Sadio Mané nicht geklappt hat. Aber die Karte ist echt krass. 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot, nice Playstyles, feiere ich und den werden wir jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dafür werden wir auch echt ein paar krass hoch bewertete Karten wahrscheinlich abgeben. Einfach Karten, die wir dann nicht ins Team einbauen, zum Beispiel Mudryk, weil Mané wird den Mudryk dann ersetzen. Genauso wird hier zum Beispiel eine Kehr reingehen, weil auch die nicht ins Team kommen wird. So, da ist es. 88er Team. Warte mal, war das jetzt gerade das teuerste Team von Mané? Ja, okay. Wichtig und richtig. Ich hatte gerade ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst, weil ja, da muss man schon ein bisschen was für den Kollegen hier abgeben. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch wirklich nicht mehr super viel im Verein. Also da kracht's langsam. Wie viel habe ich noch? 20 Minuten. Aber dann bin ich hier auch mehr oder weniger mit meinem Latein am Ende. Und dann geht hier jetzt auch nicht mehr so viel. Es sei denn, ich würde jetzt hier nochmal, keine Ahnung, ganz verrückte Sachen machen. Ja, die Web-App, die hat mich leider ein bisschen gebremst, muss man sagen. Da wäre bestimmt noch ein bisschen was gegangen. So, nächste SBC bekommen wir auch nochmal entspannt hin. Aber viel können wir nicht mehr machen. Vielleicht reicht es danach noch für eine SBC. Wenn nicht, würde ich eventuell nochmal so ein 92-Plus-Pick machen. Das können wir eventuell noch angehen. Müssten dafür dann vielleicht auch nochmal ein paar sehr hoch bewertete Tots-Karten abgeben, aber ein letzter 92-Plus-Pick wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache und dann würde ich da eigentlich das Ding auch beenden und mein Endteam zusammen basteln. Junge, habt ihr das schon mal gesehen? Man kann diese Picket nicht ins Tor stellen, weil die halt nur einen Arm hat. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich wusste, dass sie nur einen Arm hat und das soll auch gar kein Disrespect sein. Aber da finde ich verrückt, dass man die dann nicht mal in der SBC ins Tor stellen kann. So, es ist vollbracht. Sadio Mané ist am Start. 96er Sadio Mané mit wirklich nicen Stats, gerade so mit seiner Körpergröße und so weiter und so fort. Könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass der Ingame krass ist, dass der Ingame richtig, richtig Spaß macht. Eine super nice Karte mit gutem Tempo, nicen Playstyles mit Finesse Shot. Das ist ja sowieso alles, was man braucht und 5-5 hat er auch. Ja, so ist es. Und damit, Freunde, haben wir zwar noch 15 Minuten, aber super viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht mehr. Deshalb, ich werde jetzt einfach noch einen letzten 92-Plus-Pick zum Abschluss des Videos fertig machen. Beziehungsweise nicht zum Abschluss des Videos, weil ich muss euch ja noch mein Team vorstellen, aber zum Abschluss der 2 Stunden sozusagen. So, Team Nummer 1 wird abgegeben. 95er Ramos, das tut weh, ohne Spaß. Aber wir geben jetzt hier wirklich noch unsere letzten Sachen, die wir im Verein haben, ab. Dann haben wir das auch alles am Ende des Tages perfekt genutzt und müssen auch nichts von den Coins angreifen, weil mit 100, über 100k kann man sich auch echt nochmal eine nice Karte kaufen. So, da ist das Ding. Wir haben nochmal einen 92-Plus-Pick abgeschlossen. 14 Minuten von den 2 Stunden sind noch auf der Uhr und dann schauen wir uns das Ding nochmal an. Im R3-Pick, komm, wir ziehen jetzt die beste Karte überhaupt. Wer ist der Erste? Joao Neves. Das ist definitiv nicht der Beste. Bruno? Guimarães? Der ist krass. Der hätte so viel heftiger werden können, hätte sich Brasilien mal zusammengerissen. Kann es sein, dass er auch in der aktuellen Batch ist? Ja. 27k. Gut, der hat die ganze Woche schon nicht mehr so viel gekostet. Habe ich mich ein bisschen zu sehr gefreut. Und Ugarte. Ich gehe trotzdem mit Bruno. Ja, ist okay, Freunde. Ich würde sagen, ich bastel das Team zusammen, schaue, wie ich die Coins nutze und dann sehen wir uns zum Team-Reveal wieder. So, Freunde, fast 2 Stunden haben wir gegrindet, ohne einen einzigen Euro in dieses Spiel zu stecken und das ist auch wirklich nicht mehr nötig im August. Und wir checken jetzt ab, was ist am Ende hier für ein Team entstanden und das ist wirklich richtig nice geworden und ich muss sagen, ich würde mir zutrauen, mit dem Team in der Weekend League 16 Siege zu holen. Wir starten mal rein mit unserem Rechtsverteidiger. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Rechtsverteidiger, aber eigentlich kann man den schon auf der Position zocken. Adams ist die günstigste
beste Karte im Spiel. Nicht im Spiel, im Team. Ich bin durch nach den 2 Stunden, ihr merkt's. 24.000 Münzen kostet der Kollege. Das geht auf jeden Fall. Fit ist nicht die Welt, aber ist in Ordnung. Gut, bei der nächsten Karte bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, dass der so günstig ist, weil seine Fantasy-Karte war immer so teuer, aber sein Footy kostet nur 41.000? Was? Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt wenig. Also damit habe ich nicht gerechnet. Übrigens, Cannavaro ist nur auf der Bank gelandet. Der kostet nämlich tatsächlich nur noch 30.000 Münzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, um den Dreh. Das ist auch wirklich der Wahnsinn. Wir steigern uns auf 51.000. Ich wusste nicht, dass der Innenverteidiger spielen kann. Macht die Karte aber umso nicer. Casemiro kostet nur 51k. Aber mit den Playstyles kann man den safe als Innenverteidiger zocken. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die nächste Karte war eine SBC und zwar geht es da um die 96er Footy Premium Karte von Maruchan. Mit 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot auch absolut solide unterwegs und damit springen wir auf 84.000. Den Mann habe ich gekauft als Cannavaro Ersatz und zwar Mascherano. Wusste gar nicht, dass der so teuer ist, aber auch er sieht echt nicht schlecht aus. Kann man als Innenverteidiger und als ZDM spielen. Und damit springen wir auf über 100.000 Münzen. Wir haben ihn zweimal gezogen in diesem Video. Zweimal den 97er Bergkamp mit auch sehr nicen Stats, 5-Star Skills, 5-Star Weak Foot, schöne Playstyles bis auf den Lupfer, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann springen wir auf den rechten Flügel und die Frau musste einfach hier rein ins Team. Während des Videos ist die auch nochmal weiter gut getroppt, kostet jetzt sogar nur noch 153.000 Münzen. Team of the Year Icon Mia Hamm. Dann haben wir auf dem linken Flügel eine weitere SBC, die wir abgeschlossen haben, nicht Del Piero. Vorher kommt Sadio Mané ins Team. 168.000 kostet der Mann und ihr habt ihn gerade gesehen, Del Piero für 280k im Sturm mit 5-5. Also ja, der komplette Sturm hat einfach 5-5 da vorne drin. Das ist crazy nice. Snyder sogar auch und Maruchan sogar auch. Also das ist ein verrücktes Mittelfeld und Sturm. Wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir, gut, einen habe ich vergessen. Der ist noch ein bisschen günstiger als Del Piero. 188.000 für Schmeichel. Für mich der beste Torhüter im Spiel aktuell. Und dann haben wir natürlich noch die Banger-Karte schlecht hingezogen. Theo Hernandez für über 2 Millionen Coins und damit kostet dieses Team 3,2 Millionen Coins und es hat echt viel Spaß gemacht, diese 2 Stunden zu grinden. August in FIFA einfach immer beste. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, es war viel Arbeit, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Lasst ein Abo da, checkt hier doch ein aktuelles Video ab, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.